Deutschlandfunk. Kulturfragen. Der Historiker Götz Ali wurde heute Mittag in der Frankfurter Paulskirche mit dem Börne-Preis geehrt. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird seit 1993 jährlich an deutschsprachige Autoren verliehen, die im Bereich des Essays, der Kritik und der Reportage Hervorragendes geleistet haben. Als Preisrichter wird jeweils eine Persönlichkeit des kulturellen Lebens benannt, die allein über den Preisträger befindet. Götz Ali wurde vom Feuilletonchef der Zeit, Jens Jessen, ausgewählt. Der Historiker beschäftigte sich in seiner Dankrede nicht nur mit dem in Frankfurt geborenen Publizisten Ludwig Börne, sondern auch mit der Grundstruktur des deutschen Antisemitismus, die Ali in seinem jüngsten Buch »Warum die Deutschen, warum die Juden« untersucht hat. Hören Sie Götz Alis Rede in einer leicht gekürzten Fassung. Ludwig Börne schrieb und stritt in einer Epoche zwischen den Napoleonischen Kriegen und dem Vormärz, zwischen Ghetto und Emanzipation, in einer Zeit des Übergangs von altständischer Ordnung zur bürgerlichen Moderne. Dass die Schriften Börnes noch immer mit Vergnügen und Gewinn gelesen werden können, verdankt sich dem vollendeten Stil. Er konnte einfach gut Deutsch. Der Geistesgegenwart und den Lebensumständen des Autors und nicht zuletzt dem weiteren Verlauf der deutschen Geschichte, die seine Überlegungen zu Freiheit, zur Republik, zur inneren Freiheit der Deutschen bis heute hat, traurigerweise aktuell sein lassen. Er empfand es als große Gnade, zugleich ein Deutscher und ein Jude zu sein. Die Herkunft schärfte seinen Blick, seine Gegner und Feinde verliehen ihm Energie. In Deutschland saß er zwischen allen Stühlen, in Frankreich fand er Rückhalt und Maßstäbe. An diesen Maßstäben beurteilte er das politische Hü und Hott in seiner Heimat. Die christlichen Deutschen, so beobachtete Börne schon als junger Mann, verstünden sich stets als Trabanten einer Zentralsonne, als Untertanen unseres Landesvaters, als Angehörige unseres Volkes, jedenfalls als wir. Sie suchten den Schutz im Kollektiv, anders die Juden. Sie präsentierten das pralle Ich. Unter ihnen, so Börne, aber steht keiner so niedrig, dass er sich nicht als Mittelpunkt der ganzen Welt ansehen sollte. Das deutsche Blut schleicht langsamer als ein Zivilprozess, mokierte er sich. An seinen jüdischen Brüdern und Schwestern gefielen ihm der Eigensinn, die Beweglichkeit und die fehlende Volkstümelei. Deshalb standen sie in seinen Augen für die Zukunft. Sie sind die Lehrer des Kosmopolitismus und die ganze Welt ist ihre Schule. Und weil sie die Lehrer des Kosmopolitismus sind, sind sie auch die Apostel der Freiheit in Deutschland. Börne starb 1837 in Paris. Er liegt auf dem Friedhof Père Lachaise begraben. Als berühmter Toter ist er übrigens auf dem Lageplan nicht geführt. Auf dem Bronzerelief seines baufällig gewordenen Grabobelisken reichen die Freiheitsgöttinnen Deutschlands und Frankreichs einander die Hände. Das bleibt uns als Auftrag. Geboren wurde Ludwig Börne 1786 hier in Frankfurt in der Judengasse, und zwar als Löw Baruch. Später legte er sich den Namen Ludwig Börne zu, der seine Herkunft verschleierte. Das war der einzige Zweck, und trat zum Protestantismus über. Er tat das einfach, um Ruhe zu haben. Das war völlig vergeblich. Für ungezählte Hofschreiber, Karrieristen, Ehrabschneider, Neidhammel blieb er in Deutschland, was in Frankreich an ihm niemand interessierte. Ein Jude. In der Stuttgarter Hofzeitung pöbelte im Dezember 1831 ein anonymer Rezensent, der sich als ein Frankfurter Bürger vorstellte, gegen den ersten Band der Pariser Briefe von Börne. Frivoler Jude, herzloser Spötter, elender Schwätzer, erbärmliche Judenseele, ehrlos, seichtes Geschwätz, schamlose Frechheit, jüdische Anmaßung, elende Schmeißfliege. Am Ende rief der Anonymus zur Maßnahme. Kein Deutscher, dem die Ehre seines Landes heilig ist, wird Börne fortan mehr in seiner Gesellschaft dulden können. Im selben Jahr beschimpfte ihn der Hamburger Gymnasiallehrer Eduard Meyer.
als entarteten Burschen, vor allem aber als den einen. Börne ist Jude, wie Heine, wie Saphir. Getauft oder nicht, das ist dasselbe. Wir hassen nicht den Glauben der Juden, sondern die hässlichen Besonderheiten dieser Asiaten, die nicht mit der Taufe abgelegt werden können, die häufig auftretende Schamlosigkeit und Arroganz bei ihnen, die Unanständigkeit und Frivolität, ihr vorlautes Wesen. Ein schwäbischer Rezensent namens Wurm, ich komme auf ihn zurück, versuchte mit Hilfe seiner Schmähkritik einen akademischen Posten zu ergattern. Das klappte natürlich in Deutschland sofort. Er verunglimpfte Börne als Auswürfling und erklärte ihn zum Vogelfreien, der von den Anständigen des Landes auf Beschimpfende und wenn es Not tut, denn dieses Geschlecht ist zudringlich, auf physisch empfindliche Weise entfernt werden müsse. Äußerlich gelassen reihte Börne die Wüterische in jene ganze Schafherde ein, die gegen mich anblökt und mich mehr fürchtet als den bösen Wolf. Doch verbarg er hinter dem Witz die Wehmut, hinter dem Sarkasmus und Spott den Schmerz, hinter Ironie auch bittere Enttäuschung. Anders als Franzosen machten Deutsche die jüdische Religionszugehörigkeit beständig zum Thema, gerade so, als seien sie von einem bösen Zauber befallen. Und Börne setzte hinzu, es ist wie ein Wunder. Tausendmal habe ich es erfahren und doch bleibt es mir ewig neu. Die einen werfen mir vor, dass ich ein Jude sei. Die anderen verzeihen mir es. Der Dritte lobt mich gar dafür, aber alle denken daran. Sie sind wie gebannt in diesem magischen Judenkreise. Es kann keiner hinaus. Während seine christlichen Landsleute die Freiheit nur gegen ihre Regierung hätten durchsetzen müssen, mussten die Juden mit Regierung und dem Volk streiten und haben zwei Feinde zu bekämpfen, wie Börne 1831 schrieb. Er kannte die Ursachen des speziellen Judenhasses in seiner deutschen Heimat. Er wusste, dass der Deutsche gern ein Knecht ist, wenn er nur zugleich auch einen Knecht hat. Wer glaubt, der Antisemitismus habe damals oder später nur in einer besonders übel riechenden Ecke der deutschen Nation genistet, der irrt. Wer behauptet, in der deutschen Geschichte ließen sich gute und böse Traditionen trennen, der versperrt den Weg zur Erkenntnis. Auch unter denjenigen, die wir heute ihres Reformwillens und ihrer künstlerischen Leistung wegen ehren. Und ich finde, wir ehren sie zu Recht. Wir müssen immer bedenken, wir haben keine anderen. Waren bei näherem Hinsehen sehr viele erklärte Judengegner. Denken Sie an den großen Reformator Karl vom Stein, an Achim von Arnim, Caroline von Humboldt, Ernst Moritz Arndt, Jakob Grimm, Josef Görres, Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Friedrich Ludwig Jahn, Friedrich List, Richard Wagner, Friedrich Paulsen oder auch den Sozialdemokraten Franz Mehring, um nur einige zu nennen. Umgekehrt betrachtet entstammten jene Judenfeinde, die sich um 1880 dann organisierten, nicht einfach der Welt des Bösen. Hier täuschen wir uns heute sehr. Heinrich von Treitschke etwa war lange Zeit Liberaler gewesen und hatte mit Ludwig Bamberger in einer Fraktion zusammengearbeitet und liberale Gesetze in Preußen durchgesetzt. Wilhelm Marr, der 1879 die Antisemitenliga gründete in Hamburg und damit den Begriff Antisemitismus in das Weltvokabular eingeführt hat, hatte 1849 als linker Flügelmann der dreiköpfigen Hamburger Revolutionsregierung angehört. Adolf Stöcker, Hofprediger, protestantischer Pfarrer, Politiker in Berlin, Abgeordneter im preußischen Abgeordnetenhaus, wird heute ganz zu Recht wegen seiner notorischen Judenhetze verachtet. Folglich will niemand mehr wissen, dass er zu den engagiertesten und wichtigsten Vorkämpfern der deutschen Sozialversicherung gehörte. Wie viele sind hier im Raum da dagegen, gegen dieses Lebenswerk dieses Mannes? Christian Friedrich Wurm,
Das ist jener schwäbische Kritiker, der Börne 1831 als Auswürfling geschmäht, ihm und anderen Juden physisch empfindliche Maßnahmen angedroht hatte. Wurde 1848 Abgeordneter der Deutschen Nationalversammlung hier in der Paulskirche. Kein Hinterbänkler, sondern einer der Sprecher des gemäßigten Zentrums in diesem Hause. Der führende Liberale Wilhelm Jordan musste 1846 seiner Gesinnung wegen Sachsen verlassen. 2 Jahre später saß er als gewählter Abgeordneter in diesem Saal. Hier, von diesem Podium herab, erklärte er am 24. Juli 1848 in der Debatte über die Freiheit Polens. Er betrachte die Überlegenheit des deutschen Stammes gegen die meisten slawischen Stämme als naturhistorische Tatsache. Deshalb sei Polen, dieses Volk aus Edelleuten, Juden und Leibeigenen, zu Recht 3-mal geteilt worden und die Polenfrage keine Angelegenheit des Gefühls oder der Freiheit, sondern des gesunden Volksegoismus. Den mit solchen Argumenten von Jordan begründeten Antrag nahmen die Abgeordneten in diesem Hause mit 342 Stimmen gegen 31 Stimmen an. Wer darüber nachdenkt, schreibt oder spricht, wie und warum Deutsche während des Zweiten Weltkrieges in Polen derart mörderisch hausten, sollte die hier in der Paulskirche begangene Ursünde nicht vergessen. Stets und in vorderster Front hatte Börne den Freiheitskampf der Polen publizistisch gefördert. Zumal seit dem Hambacher Fest im Mai 1832, an dem er selbst teilgenommen hatte, hoffte er, von Polen werde der Funke der Freiheit endlich auf Deutschland überspringen. Von dort erwartete er den Andrang der Demokratie. Über die insgesamt wenigen deutschen Liberalen machte sich Börne keine Illusion. Von einem seiner früheren Heidelberger Professoren berichtete er, dieser sei ein Freisinniger, habe aber, wie so viele deutsche Gelehrten, in Judensachen einen Sparren im Kopf. Im Jahr 1808, im Alter von 21, hatte Börne seine erste bedeutende Schrift veröffentlicht. Sie handelte vom Streit um die Rechte der Frankfurter Juden, die ihm weiterhin verweigert werden sollten. Der Autor fand, die antijüdischen Ressentiments seiner Zeit würden eben von neuartigen Elementen, nämlich solchen der Moderne, angestachelt, von Neid und Habsucht, welche die Juden zu verderben suchten, weil diese als Aristokraten des Handelsstandes die Eifersucht der Menge erregten. Die vollen Bürgerrechte, die den Frankfurter Juden 1811 dank des französischen Einflusses und gegen eine Zwangsabgabe an die Stadtkasse von 440.000 Gulden gewährt wurden, die Bürgerrechte, beschnitten die Stadtväter, kassierten die Stadtväter dieser Stadt 5 Jahre später, kaum dass die letzte Schlacht gegen Napoleon bei Hanau geschlagen war. Anders als die preußischen standen die Frankfurter Juden bis 1834 abermals unter hartem Sonderrecht. Ihre Gewerbfreiheit wurde wieder drastisch beschränkt, die Zahl der Eheschließungen pro Jahr auf 15 limitiert und vieles mehr. In einer emanzipationsgegnerischen Denkschrift des Frankfurter Juristen Dr. Groll hieß es rechtfertigend: Von der Lebensklugheit und Umsicht der Juden ist alles zu befürchten. Zur Begründung der neuerlichen Restriktionen reichten den Ratsherren dieser Stadt 2 Sätze. Der eine lautete: Allgemeinwohl ist das erste Gesetz. Der zweite lautete: Nicht unterdrücken wollen die Christen die Juden und verfolgen, sie wollen nur nicht von ihnen unterdrückt sein. Die nichtjüdischen Deutschen als schutzwürdige Opfer und antijüdische Zwangsmaßnahmen als Notwehr hinzustellen, das war und blieb eine Besonderheit des modernen deutschen Antisemitismus. Er gründete in Schwäche, Kleinmut, Selbstzweifeln und Versagensangst. Die christlichen Deutschen forderten und erhielten bis 1818 und dann wieder ab 1933 gleich Protektion vor den schnellen, gewandten Konkurrenten. Aber das half
bis 1818 überhaupt nichts. Die Protektion untergrub nämlich das gestörte Selbstwertgefühl der Schützlinge erst recht. Aus dieser Spannung entstand der moderne deutsche Antisemitismus der vielen kleinen Neider. Weil jüdische Kinder die öffentlichen Schulen Frankfurts nicht besuchen durften, hatte die jüdische Gemeinde hier um 1800 mehrere Privatschulen gegründet. Diese wurden regelmäßig inspiziert und wie Börne überliefert, stellten die städtischen Aufsichtsbeamten regelmäßig fest, die Lehranstalten sind vortrefflich geführt. Und das sittliche Betragen, der Fleiß und die Lernbegierde der Zöglinge bis zur Unbegreiflichkeit groß. Ganz anders die Schulen für christliche Kinder. Sie wurden vernachlässigt. Hier regierte die Rute, unausgebildete, unengagierte Lehrer, schlecht bezahlt. Hier förderten weder die Eltern noch die Geistlichkeit, die Landes- oder die Stadtherren die Lernfreude der Kinder. Nur selten gelangten christliche Kinder damals über das Buchstabieren und etwas Rechnen hinaus. Vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, jüdische Knaben durchweg, jüdische Mädchen sehr häufig, waren alphabetisiert, prinzipiell, weil es auch Teil der Religionsausübung war und ist, lesen zu können, sich mit den Schriften auseinanderzusetzen. Während unsere christlichen Vorväter um diese Zeit ganz überwiegend Analphabeten gewesen sind. Um 1900 machten jüdische Schüler in Deutschland 10-mal so häufig Abitur wie christliche. Vom enormen quantitativen Vorsprung abgesehen, lagen die jüdischen Schüler auch in ihren durchschnittlichen Leistungen in einzelnen Fächern weit vorne. Die christlichen Schüler waren nur in 3 Fächern vorne, nämlich in Schönschreiben, Zeichnen und Turnen. Der Bildungsvorsprung spiegelte sich bald auch in den Einkommensverhältnissen. Ebenfalls um 1900, hier bezogen auf diese Stadt, entrichteten die jüdischen Steuerpflichtigen in Frankfurt am Main 4-mal so hohe Steuern, jeder Einzelne im Durchschnitt, wie die protestantischen, und 8-mal so viel Steuern wie die katholischen Steuerpflichtigen in Frankfurt am Main. Man hat berechnet, dass die jüdischen Familien in Deutschland die Klippen des sozialen Aufstieges und sozialer Aufstieges immer Stress etwa 3- bis 4-mal so schnell überwanden wie die christliche Mehrheitsbevölkerung. Und wenn Sie heute die Erinnerungen alter Leute haben oder Leute fragen, was haben ihre Eltern, Großeltern so erzählt über die Juden, dann erfahren sie oft, ja, in unserem Dorf, da gab es 4 Juden, der eine, ein Metzger, fuhr das erste Auto. Oder, ja, das war eigentlich ganz gut mit den Juden, aber man muss doch sagen, sie haben sich ziemlich viel herausgenommen. Das ist diese Art von Antisemitismus, um den es, glaube ich, geht. Die allerwenigsten riefen lauthals Juda verrecke. Doch dieser stille, verborgene, neidgesteuerte Antisemitismus, für den kam 1933 die Stunde. Diese Leute konnten ihre gesammelten Unterlegenheitsgefühle an den Staat abgeben und zusehen, wie diejenigen, die sie für vorlaut und anmaßend hielten, die sie als gewitzte und umsichtige Konkurrenten empfanden, von Amts wegen in ihren Rechten zurückgesetzt und so der nichtjüdischen Mehrheit neue Chancen eröffnet wurden. Ich zitiere aus einem Brief, der mir ganz typisch erscheint für die seinerzeit vorherrschende Stimmung. Geschrieben ist er am 31. März 1933 von einem, der später in anderer Weise berühmt wurde, von dem Sohn an den Vater. Ob es gelingen wird, den Juden ihre unrechtmäßigen Privilegien zu entreißen, heißt es da. Der Briefschreiber meint ja. Schließlich verfüge die nationale Bewegung in Deutschland über die nötige eiserne Energie und fuhr fort. Hier im Institut wird schon kaum noch gearbeitet deswegen. Schließlich haben wir weit über 50% Juden bei uns. Das ist die 50-fache Menge, als erlaubt sein sollte. Der Gedanke dieses 23-Jährigen ist, dass die Juden in bestimmten Berufen wie dem Sein nur repräsentiert sein dürften im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl, nämlich 1% der deutschen Gesamtbevölkerung. Die Geschichte spielt am Chemischen Institut der Berliner Universität
Der 23-jährige Briefschreiber war dort als Doktorand beschäftigt und hieß Robert Havemann. Wie gesagt, geschichtlich lassen sich Gut und Böse in der deutschen Geschichte so einfach nicht trennen. Den deutschen Antisemitismus prägten die Vorbehalte der Nachzügler und Langsamen, derjenigen, um ein berühmtes Wort abzuwandeln, die sich selber für die dümmeren Kerle hielten. Dramatisch verstärkt wurden die Ressentiments, als die Spätaufsteigenden aufzuholen begannen und dann auch schneller aufholten. Das geschah massenhaft in der Weimarer Republik in den 1920er Jahren. Die sozialen Abstände, die Einkommensabstände, die Bildungsabstände schwanden ganz schnell. Die Weimarer Republik hat die Zahl der Abiturienten verdreifacht, die Zahl der Studierenden verdoppelt, in ganz kurzer Zeit, trotz großer Schwierigkeiten. Und das waren die jungen Leute von Hitler, die Spätaufsteigenden. Und was wollen Sie da sagen? Wollen Sie sagen, gute Bildungspolitik muss verboten werden, weil sie zu Antisemitismus führt? Aber Sie müssen sich klar machen, und das ist auch der Kern, an dem man sich heranarbeiten muss, dass Böse kann aus dem Guten kommen. Man muss das im Auge behalten als Möglichkeit, weil durch die soziale Nähe, durch das Aufholen wuchsen Neid und Antisemitismus auf diejenigen, die vorangeeilt waren. Der deutsche Antisemitismus äußerte sich in ängstlicher Reserviertheit, im verklemmten, dumpfen Vorurteil derer, die sich als zu kurz gekommene ansahen. Die Umstandskrämer machten die Gewitzten verächtlich, die Verhockten beneideten die Tüchtigen, die kleinen Amtmänner die erfolgreichen Selbstständigen, die Maulfaulen, die sich der Wortgewandten und Witzigen nicht zu erwehren wussten, schwiegen verkniffen. Sie pflegten den kleinen, verborgenen, hinterhältigen, von Missgunst gesteuerten Hass, der, wie Börne empfand, umso stärker wurde, je mehr ihn das lichtere Zeitalter verbot, diesen Hass in direkter Tätigkeit auszulassen. Börne wähnte seine Landsleute in einem großen Ghetto, zu schwach, die Mauern zu schleifen. Er hielt ihnen vor, dass sie, die jede Theaterzensur duldeten, noch nicht einmal die Lachfreiheit errungen hätten. Während die Franzosen die Freiheit wie ihre Braut liebten, liebte der Deutsche sie wie seine alte Großmutter. Wegen dieses Mangels konservierten letztere merkwürdige Gerichtsordnungen, Prügelstrafe, Bürgerdemut, Bauernnot, hohlen Adelstolz, Zunftherrlichkeit. Auf diese Weise würde Deutschland, wie Börne spottete, bald zum Museum der Antiquité de l'Allemagne werden, bereist von neugierigen und kopfschüttelnden Freunden der politischen Altertümer aus aller Welt. Unglückliches Volk, werde dann ein Beduine mit stolzem Mitleid ausrufen. Es ist anders gekommen, als es sich Börne in seinen kühnsten Satiren ausmalen konnte. Infolge des von ihm beklagten Knechtssinnes und der Freiheitsangst und des Nationalkollektivismus ist unser Land heute, zumal die Hauptstadt Berlin, aber auch, wenn Sie außen um diese Kirche herumgehen, die Paulskirche, ein millionenfach besuchtes Freilichtmuseum des Terrors, des mörderischen Hasses und der Unfreiheit geworden. Gewissermaßen fast so etwas wie ein Flächendenkmal. Touristen aus aller Welt besichtigen es, nicht mitleidig, aber ratlos und beklommen. Uns heutigen Deutschen bleibt nichts anderes übrig, als, um es mit einem Wort, einem Aphorismus von Börne zu sagen, jede Gegenwart ist eine Noterbin der Vergangenheit. Wir können diese Vergangenheit weder ausschlagen noch unter Vorbehalten annehmen. Wir müssen sie, und zwar ganz, mit ihren Schulden und ihrer Schuld antreten. So Ludwig Börne, 1831. Börne kämpfte, witzelte und polemisierte mit lebhaftem Geist dafür, dass jeder einzelne Deutsche endlich von innen her frei werde und die Freiheit wie seine Braut lieben würde. Ein Ziel, das wir in Deutschland noch immer nicht erreicht haben, für das sich zu streiten weiterhin lohnt. Und das macht Börne bis heute für uns aktuell. Haben Sie herzlichen Dank.
In unserer Sendung Kulturfragen brachten wir den Mitschnitt der Dankrede des diesjährigen Börne-Preisträgers Götz Ali